Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Isle of Rima. Das hier ist der kleine Thomas. Und Thomas ist Teil einer großen Familie. Und diese streift hier gerade durchs Land und verbreitet ein bisschen Unruhe. Übrigens hier der Fabo, der kennt mich. Grüße gehen raus an dich. Da vorne wäre noch eine Diät. Ich glaube, die hole ich mir. Bevor ich nachher nicht die drei verschiedenen aufgefüllt bekomme. Dann mache ich lieber zweimal das gleiche und einmal ein unterschiedliches. Dann wachse ich trotzdem ein bisschen schneller. So, damit sind erstmal die Diäten aufgefüllt. Jetzt wieder zurück zum Rudel. Könnte gut sein, dass da gleich ein Kampf losgeht. Das klingt zumindest schon wieder sehr böse. Ich bin halt noch nicht wirklich kampfbereit, weil ich noch so klein bin. Ja, Raptoren sind da vorne, glaube ich. Nur das Wasser trennt uns. Na gut. Ich bin halt noch winzig. Ich mach null Damage. Oh, die Raptoren greifen schon an. Jetzt müssen wir besonders aufpassen, weil wir so klein sind. Ah, die kicken die schon um. Sehr, sehr unübersichtlich hier. Das könnte echt gefährlich für uns enden. Ich habe halt auch Lust mitzukämpfen, aber es bringt halt nichts. Oh, da ist ein Raptor. Der wird auch ordentlich verfolgt. Da sind mehrere Raptor. Oh Gott, wir müssen aufpassen. Gott, das ist ja völlig verwirrend. Wer jetzt hier zu einem gehört und wer nicht. Aber da ist ein Raptor down gegangen. Oh, der wollte mich, der Raptor. Ich habe leider auch nicht so gute FPS hier. Kommt auch dazu. Dass ich mir nicht die Beine gebrochen habe. Aber ich glaube, jetzt habt ihr ganz gut gesehen, wie aggressiv mein Rudel ist. Finde ich aber gut. Das könnte eine spannende Folge werden. Ich glaube, unser Rudel ist auch voll. Wir sind so viele. Können nicht mal den hier adoptieren. Aber wir müssen halt aufpassen. Hier sind überall noch Raptoren. Und mit einem Biss bin ich, glaube ich, tot von einem ausgewachsenen Raptor. Oh, da kommt der Raptor. Er wird auch direkt verfolgt. Gott, der Arme. Da oben ist er. Ey, das ist halt so verwirrend. Thank you.
Nein, er will flüchten. Ah, er springt ins Wasser. So ein Mist. Der eine Mate springt hinterher. Ich werde es nicht tun. Ich komme wieder zurück. Jetzt schwimmt er da. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf beiden Uferseiten warten. Dann haben wir ihn, oder? Lass ihn nicht raus, Return. Ah, Mist, er ist rausgerannt. Oh, er wurde gerade vom Croc gefressen, glaube ich. So sah es zumindest aus. Oh, da haben wir Glück gehabt. Oh. Was ist denn nun? Das war ein kleines Mini-Croc. Die trinken. Oh mein Gott, da muss ich dabei sein. Oh Gott. Nein, Fabo. Kickt ihn. Nein, ausgerechnet Fabo. Oh nein. Oh, er kommt zurück. Fabo, lauf. Oh Gott, Fabo lebt. Oh Gott sei Dank. Er hat's geschafft. Ah. Ich glaube, ich möchte nicht mehr trinken. Dieses fiese Croc. Also ist weggeschwommen. Okay, das muss reichen. Oh, der ist ja richtig winzig hier. Oha, der will uns angreifen. Jawohl, er hat ihn geblockt in der Luft. Dann wird er zertreten. Sehr gut. Oh, der greift den Steko an. Oh, wie gemein. Warum? Stopp. Warum machen die das? Oh, sind die grausam. Der Arme. Oh, er wollte doch nur seinen Kürbis essen. Können wir uns jetzt hier nochmal voll trinken? Oh, das ist ein kleiner Raptor. Der wurde direkt zertreten. Ja, schon wieder im Pteranodon. Oh, da kommt Zeras. Vorsicht. Aber die scheinen nicht aggro zu sein. Ziehen einfach vorbei. Ich wollte schon sagen, warum steht das dann, greift nicht an, aber es wurde schon getötet von meinem Rudel. Die drehen durch, die töten alles, was sich bewegt. Oh, ich kann ihn so tragen mit den Händen. So ein nerviger. Oh, jetzt haben sie ihn. Oh, er lebt aber.
Hebt wieder ab. Nee, er schafft's nicht. Jetzt sagen sie ihn. Ah, da liegt er. Ich will auch einen Kürbis mitnehmen. Oh, da ist schon wieder ein Zera. Der greift ihn sogar an. Vielleicht lasse ich den Kürbis doch lieber hier. Wollen die jetzt echt gegen den kämpfen? Da hinten kommt auch noch Verstärkung. Noch ein zweiter. Da ist er schon. Ich gucke mir das auf jeden Fall erstmal ein bisschen an. Gott, man verliert so schnell den Überblick hier mit so vielen. Okay, man muss aufpassen, man bremst ganz schön ab, wenn man eine falsche Bewegung macht. Einer ist down gegangen. Ich habe den halt lange nicht mehr gespielt, den Gully. Hier dieses Abbremsen meine ich. Wenn man zu stark dreht. Und dann dauert es ein bisschen, bis man beschleunigt. Okay, wir sollen gehen wegen dem gefallenen Körper, weil die dann einen Boost kriegen. Oder so ein Buff, glaube ich. Ich bin einmal getreten, glaube ich. Ich hoffe, ich habe ihn erwischt. Ich weiß es nicht. Wo, Turtle, rennen? Oh Gott, Turtle. Geht in den Busch? Ich glaube ja. Oh, ich glaube, das war ein Kopftreffer. Oh, die Chrissy will es aber wissen.
Oh nein, Chris jetzt erwischt. Ah, Mist. Sind wir nur noch zu viert? Ich glaube ja. Das Suhlen ist bei dem Licht gar nicht mal so schlecht. Also so wird man schlechter gesehen in der Nachtsicht. Leider hält der Schlamm immer nur sehr kurz. Kann man eigentlich die Fußabdrücke noch riechen oder sehen, wenn wir uns gesuhlt haben, oder verschwinden die auch? Also ich weiß, dass das gegen Blutungen hilft, oder nicht, der Schlamm? Das könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Nur wieder ein kleiner Kompi. Sollen wir den adoptieren? Oder wir treten ihn weg. Okay, ich glaube, die wollen jetzt aggressiv angreifen, da bin ich doch dabei. Alles, was sich bewegt, einfach zerhacken. War doch gerade was. Warte, oh mein Gott, fliegt der. Ha, ich habe auch was weggekickt und gekillt. Da sind noch andere Gullies irgendwo. Vielleicht können wir unsere Gruppe wieder vergrößern, das wäre gut. Tino. Und andere Gullies. Sehr schön. Jetzt sind wir wieder mehr. Schlammbad! Ob Pteranodon kommt schon wieder. Ja. Ach, da oben ist ein Hypsi. Da, ich muss wieder was wegtreten. Und warum? Weil ich kann. Wow, der hat den Kick überlebt. Nope. Oh, er hat gedodged. Sprungkick. Oh, okay, jetzt lebt er immer noch. Nope. Was, Fabo? Nope. Ah, Bambi hat's verdient zu leben. Guckt euch Bambi an. Ist, glaube ich, eine Ziege, ne? Nope. Ich kann es immer nicht unterscheiden, Reh oder nope. Ziege. Nope. Was ist das? Nope. Okay, komm. Du darfst leben. Ist mir egal. Wir müssen hinterher. Junge, ey. Was zur Hölle. Hinter uns Raptoren.
aber auch nicht viel Schaden bekommen. Und jetzt sind es schon 3 Raptoren. Ich glaube, unsere Mates wollen nicht kämpfen. Komm lieber weg, da D. Ich verliere halt echt viel Blut, wenn ich so viel renne. Muss mich mal kurz im Busch hocken. Schade, wir haben jetzt einfach ein paar Gullis verloren. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass wir alle kämpfen, aber irgendwie war das nur so ein Bruchteil von uns, der gekämpft hat. Es ist auch sehr verwirrend, wenn ein Teil nicht kämpfen will, ein anderer Teil geht rein. Dann weiß man immer nicht, was man machen soll. Oh Gott! Das kam aus dem Nichts. Oh nein. Ganz schlecht. Muss hier weg. Ich verblute halt. Ich muss mich, glaube ich, hinlegen. Ich kann halt nicht mehr viel rennen gerade. Ich muss vertrauen, dass sie mich nicht finden, aber die sind da. Ich glaube, die sind vorbeigerannt. Ich hoffe es. Nein, ich höre Steps. Aber es klingt nach was Größeren, oder? Okay, ich heile. Ich muss hier weg. Aus dem Nichts kam der. Das war genau vom Timing gut, dass es da wieder aufgehört hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt mal hier hoch. Oh, mein Herz, ey. Ich hab's irgendwie überlebt. Lass uns hier weg. Komm, die sind abgelenkt, die Raptoren mit dem Cerato. Fabo lebt auch noch und Amelie auch. Dann waren wir noch zu dritt. Oh Mann. Das dauert aber auch lange bei dem Gulli, bis der sich voll getrunken hat. Das ist ein Amelie. Und ist sie gestorben? Ein Fallschaden wahrscheinlich, oder? Ha! Du bleibst hier, Fabo. Aua! Jawohl. Wir sind die Schlechtesten. Das sind Pteranodons. Nesten hier, glaube ich. Ne, die fangen hier Fische. Immer ganz viele kleine. Das ist ja witzig. Wie sie da alle fliegen.
Okay, jetzt geht's los. Müssen wir die Raptoren finden. Haben auf jeden Fall vorhin welche geschrien, aber scheint ja gar nichts zu sein. Wo sind denn die alle? Da ist er. Sprungkick ins Wasser, oder was? Da sind die Raptoren. Oh Gott. Ein paar viele. Okay. All in, auch wenn es viele sind. Schaffen wir ja niemals. Oh Gott. Sind ja super viele. Die sind nicht alle ausgewachsen, also. Okay. Oh Gott. Oh Gott, das ist kein guter Fight. Nee, sie haben mein Mate. Oh, okay, sie drücken mich einfach runter. Okay, das war gar nichts. Ey, mit dem Gully zu kämpfen, muss man wirklich üben. Man bremst so schnell ab, wenn man eine zu enge Kurve läuft. Oh, es war trotzdem cool. Vielen, vielen lieben Dank, Fabo, falls du das siehst. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Falls ja, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like wissen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.